Nachdem Otto II. Seine Herrschaft nördlich der Alpen durchsetzen konnte, zog er nach Italien. In Venedig wurde 976 der ottonenfreundliche Doge ermordet, in Konstantinopel im selben Jahr Basileus Johannes Zimisces. Damit war auch die Familie der Kaiserin Theophanu der Verfolgung ausgesetzt. Schon im Herbst 974 musste sich Papst Benedikt VII. Aus Rom zurückziehen. In Süditalien nutzten die Adeligen das Machtvakuum. 981 war Otto II. In Rom und hielt dort für mehrere Monate glänzend Hof. Um in Süditalien Ordnung zu schaffen, richtete sich der Feldzug von 981-82 nicht nur gegen die Fürsten Süditaliens, sondern auch gegen die Sarazenen. Umgekehrt wurde im islamischen Sizilien zum Heiligen Krieg gegen den christlichen Angriff gerufen. Am 15. Juli 982 kam es zur Entscheidungsschlacht bei Cotrone. Die Sarazenen siegten über Otto II., der nur knapp auf ein Schiff entkam. Allerdings wollte ihn dessen Kapitän nach Byzanz entführen. Er entkam nur durch einen Sprung ins Wasser. Die Nachwirkungen der Niederlage von Cotrone waren gewaltig. Der Kaiser hatte eines der stärksten Heere verloren, die bis dahin aufgeboten wurden. 16 Getreue fielen, darunter Grafen und Markgrafen sowie Bischöfe. Kein Vorgänger hatte je eine so schwere Niederlage erlitten und so schmählich fliehen müssen. Das wiegt umso schwerer, als die Vorstellung der Zeit jene war, dass Gott auf Seiten der Sieger stand. Otto II. Hatte also ein Gottesurteil verloren, obwohl er gegen den Feind der Christen zog. Nach der Niederlage gibt es für die zweite Hälfte des Jahres 982 praktisch kaum eine Tätigkeit der kaiserlichen Kanzlei. Es ist nichts zu finden über Regierungshandlungen. Nun setzen auch die traditionellen Hoftage zu Weihnachten und zu Ostern aus. Keine Privilegien wurden gewährt. 983 forderten die sächsischen Großen dringend eine Unterredung, denn es waren Reichsangelegenheiten zu klären. So war zum Beispiel Herzog Otto von Schwaben und Bayern gestorben, um nicht nur seine Nachfolge zu regeln. In Verona beginnt schließlich Otto II. Nach Pfingsten 983 wieder mit seiner Regierungstätigkeit. Schwaben und das Elsass kamen an die Konradiner. Konrad, der wichtigste Beschluss war allerdings die Wahl des knapp dreijährigen Otto III. Zum König durch die Großen beider Königreiche. Sie fanden auf dem Boden des Regnum Italiae, aber im Amtssprengel eines deutschen Fürsten statt. Verona lag im Herrschaftsgebiet des Herzogs von Kärnten. Otto III. Wurde zu Weihnachten 983 schließlich von den Erzbischöfen von Mainz und Ravenna in Aachen gekrönt. Nach Verona zog der Kaiser wieder nach Süden. Bis zu seinem Tode hatte er keine Privilegien mehr für Empfänger nördlich der Alpen ausgestellt. Nur noch drei Urkunden für Klöster in Mittelitalien dokumentieren seine Regierungstätigkeit. Der Tod Papst Benedikts VII. Im Juni 983 führt ihn schließlich nach Rom, wo mit Johannes dem 14. ein Außenseiter gewählt wurde. Zur gleichen Zeit kam es an der Elbe zu einem Slawenaufstand, der die kirchliche Organisation dieses Gebietes vernichtete. Otto II. Starb am 7. Dezember 983 mit 28 Jahren völlig unerwartet. Er wurde in der Vorhalle von St. Peter in Rom beigesetzt. Er starb in der Fremde. Niemand versuchte je, seinen Leichnam in die Heimat zu führen.